Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Conquest. Ja, liebe Leute, in der letzten Folge haben wir Mitsunaris Mission fertig gemacht und nun werden wir die Mission von Kiyomasa starten, welche dieselbe Mission ist, nur aus einer anderen Sichtweise, aus der Sichtweise von Kiyomasa. Deswegen werde ich jetzt auch den Text nicht vorlesen. Werden das direkt beginnen. So, wie es aussieht, bin ich jetzt der Warlord von Greenleaf. Und es sieht so aus, als hätten die anderen beiden es geschafft, Warlords von Ignis und Fontaine zu werden. Aber ich habe nicht vergessen, was sie mir angetan haben. Und nun ist die Zeit, es ihnen zurückzuzahlen. Oder beziehungsweise... Nun ist es Zeit, es ihnen heimzuzahlen, so. So, Conquer All Four Kingdoms. Im Moment sieht so aus, der gute Bruder hat zwei, der hat zwei, ich habe zwei, die haben zwei und wir haben zwei. Alle haben zwei. Und ich würde sagen, dass wir erstmal entern. Gucken, ob wir uns einen dritten holen könnten. Wir könnten uns das eine Viech da holen. Und das werden wir jetzt auch erstmal probieren. Es ist ein guter Start. Was ich machen werde, ist auf jeden Fall... Ich überlege gerade, ob ich Items ausrüsten werde. Nee, wir gehen jetzt einfach mal so in den Kampf. Versuchen, die zwei zu recruiten und dann halt den ersten Kingdom schon mal einzunehmen. So. Alles klar. Turns left 10. So. Was haben wir denn hier alles Feines? Okay. Ich kann so und dann kann ich zumindest den da schon mal attacken. Komm schon, triff. Critical Hit. Sehr gut. Mit dem kann ich... Sollte ich vielleicht nicht ganz so weit nach vorne gehen. So, dann ist mein Gegner dran. Ich denke, so viel wird er jetzt wahrscheinlich nicht mehr reißen können. Ja, nicht gegen meinen Stein-Pokémon. Da muss ich gleich beim Wassertrainer ein bisschen aufpassen. Aber sollten wir eigentlich trotzdem schaffen können mit dem Pflanzen-Pokémon. So, dann hier von Ferne. Hier kann man das jetzt vernichten, das Viech. So. Picochilla ist schon mal recruitable. Haben wir unter 4 Runden geschafft. So, dann werde ich hier hingehen. Und erstmal, oh, oder? Hier oben hingehen. Und 9 Damage verursachen. Das ist genau die Hälfte. Critical Hit 19 und down. Haben wir einen Luck? So, dann ist nur noch das Viech da, das was gar keine Rolle mehr spielt. Weil wir es eh nicht ins Team ziehen werden. Obwohl ich überlege, ob ich das mit Lavita vielleicht den ins Team holen soll. Zur Sicherheit. Aber irgendwie auch so, muss nicht. Ich sammle mir das Item ein und attacke. So, 60 Gold haben wir bekommen. Not very effective. 1 HP hat sich's geheilt. Wow. Wunderbar. Jetzt gehen wir mal ein bisschen näher ran. So, wieder 6 abziehen. 5 haben wir abgezogen. Super. Und er läuft mir in die Arme quasi. Wir laufen mal dahin und dann zack, hier Rock Tomb in sein Gesicht. Wunderbar. Wir leveln ein bisschen auf. Kriegen ein bisschen Geld. Und wir können beide recruiten. Wunderbar. So will ich das haben. Wir nehmen natürlich beide. Confirm. Wir confirmen auch. Excellent. Excellent. Wunderbar. All Warriors have finished. Dann warten wir jetzt einfach mal ab. Ob irgendein anderes Land irgendwas tut. Gucken wir uns mal an, was sich getan hat. Nichts hat sich großartig getan. Wir sind nun mächtig genug, um das Königreich da unten einzunehmen, Fontaine. Ich möchte nur ganz kurz nochmal was checken. Und zwar... Aha, der hat zum Beispiel noch Baumball zur Auswahl. Was jetzt ein bisschen, naja, unnötig ist. Nein, nicht Advance zu den Next Mons. Ich überlege gerade, ob ich den Items ausrüste, aber ich glaube nicht. Ich werde wohl direkt... Attacken. So, auf geht's. Fontaine wird attacked von mir. 4 gegen 2. Super. Wir schaffen das. Können wir das schaffen? Jo, das schaffen wir. So, ready for taking over Fontaine. Yeah, gegen Masanoris Army. Mit Kiyomasas Army. We gonna win this. This is obvious. Ich hoffe, dass ich wieder die ganze Story in einen Part kriege.
kann es aber nicht versprechen. Ich werde da wie gesagt probieren. Schlecht ist es, weil zwei Stein-Pokémon dabei haben. Könnte ein bisschen problematico werden. Und der hält sich da weiterhin hinten auf. Sorgt aber dafür, dass hier schon mal freigeräumt ist. Mit dem wait ich da unten im Wasser, was vielleicht ein bisschen riskant sein könnte. Mit dem da auch hoffentlich werden die jetzt nicht beide weggeflutet. Okay, er taggt uns mit Aquaknarre. Zieht jetzt nicht den Burner ab. So, und dann können wir mit dem hier schon mal wenigstens 9 Damage reinhauen und die Range senken. Mit dem hier gehen wir jetzt aber auch hoch. Ich weiß nicht, was hat der mit einer Reichweite? Aha, okay. Also sprich, wenn ich hier hingehen würde, ne, ich würde ihn nicht treffen. Dann würde ich sagen, versuche ich mal außer Reichweite zu bleiben, oder irgendwann muss ich auch attacken. So. Viermal, interessant. Fast down. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt passiert. Aha, war klar. It's very effective. Oh, 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 oh. Und mein Lavita ist down. Wir können jetzt aber zumindest das Wasser-Pokémon schon mal ausschalten. Wenn wir jetzt alles richtig machen, dann könnten wir hier noch... zumindest schon mal herkommen. So, und wenn ich jetzt von der Seite attacke... na, wirklich viel abziehen wird es anscheinend nicht. Wir sind mal hoffen, dass wir es schaffen. Wäre ein bisschen peinlich, wenn nicht, gerade nach so einem guten Start. Super effektiv. Nicht gut. Wenn ich jetzt von hier attacke, dann treffe ich nur ihn. Das ist natürlich jetzt eine missliche Lage, ne? Wenn ich jetzt hier hingehe und ihn von hinten attacke, das bringt alles gar nichts. Was kann der denn Warrior-mäßig? Raises Defense. Ja, wird nicht viel bringen, Raises Defense, aber ich werde es jetzt trotzdem machen. Bevor nichts passiert und ich ihn nicht mehr besiegen kann, werde ich ihn jetzt ein bisschen massakrieren. So, dann hier nochmal attacken. Ich hätte den Dings nicht verlieren dürfen. So, dann ist natürlich wieder das Viech dran. Wenn er schlau ist, attackt er. Ah, er ist nicht schlau. Das war aber knapp. Moodmaker, Energy wird hochgepumpt. Wenn ich jetzt von hier attacke. Oh, oh, okay, von hier. 50 nur ab, das ist doch mal mies. Nicht mal 5. Und wenn ich von so attacke? Ja, dann mache ich wenigstens 2, besser als 0. Ja, jetzt bin ich echt gespannt, ob ich es noch schaffe oder nicht. Was kann der denn? Mal sehen, wie viel Hits ich durchkrieg. 1, 2. Nur 2, Mist. Gut, und der ist auch weg. Ach Gottchen. Na, das wird, wenn dann, auch schon ein sehr knapper Zug. Also, ich habe irgendwie nicht im Gefühl, dass ich es schaffe. Was verdammt schade wäre. So, dann hier erstmal fett eine reinbrettern. Ich meine, er ist flinched. Ja. Boah, was für ein Luck, ey. Was habe ich denn hier? Cure Status Alignments hätte ich mal machen sollen. Komm, flinch nochmal. Das ist Battle Armor. Kriegt weniger Damage oder was? Dann ist er wieder dran. Komm, kill mich nicht.
Aha. Jetzt soll ich ihn aber den Rest geben können, oder? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh yeah, gerade noch so geschafft. Oh, gerade noch so geschafft, Leute. Erstes Königreich eingenommen. Wir leveln natürlich ein bisschen auf. Brauchen wir auch. Wir können uns das Wasser-Pokémon unter den Nagel reißen. So, confirm. Morichika nehme ich natürlich mit. Aha. The battle has been won. Safe progress. Ja. Also ich habe jetzt 5 Leute. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Saving, saving, saving. Do not turn off the power or touch the game card. Komm schon. Gott, wieso braucht das jetzt so lange? Oh. Naja, wenigstens hat es gespeichert. All Warriors have finished the turn. Alles klar, wenn die ihren Turn gefinished haben, dann soll es so sein. Fontaine. Kurz gucken. Enter. Ob wir da irgendwo ein Wasser-Pokémon noch abziehen können. Können wir. Können auch upgraden und alles drum und dran. Ich würde aber sagen, wir holen uns hier die 2 Wasser-Pokémon. Und zwar am besten... Ja, werden wir gleich sehen. Ich würde sagen, mit Pico Chiller, das ist jetzt nicht so der Burner. Moodmaker ist aber schon mal lustig. Ja, wir müssen irgendwie den Mareep loswerden da hinten. Kann ich ihn von hier attacken? Ja, kann ich. Ja, dann stehe ich ja im Weg. Naja. Fail halt, ne? Den da hole ich mit dem einen Gesteins-Pokémon. So, wait. Ach komm, und der kann nicht so weit laufen. Ja, er hat kurze Beine halt, ne? Kurze Beine haben kurze Weilen. Oder so, habe ich jetzt einfach mal erfunden. Ja. Mist, super effektiv. Aber zieht nur 3 ab. Gott, was geht jetzt mit dem Piplup, ey? Boah, super effektiv, Alter. Der killt mich. Moodmaker natürlich wieder mal richtig gut. So, weiter Mareep attacken. Mist, oh nein. Und jetzt müssen wir echt gut aufpassen. Wir linken jetzt mit dem hier. Okay, wir haben schon ein bisschen was erreicht. So, mit dem Wasserviech. Was mache ich damit am besten? Ich weiß echt nicht. Mit dem Stein will ich den Link hier machen. So, dann hier auch wieder einen Link. So, die Hälfte haben wir schon gelinkt, meine ich. So, dann mit dem hier sammeln wir das Item ein, was auch immer das sein wird. Harmony Flut. Oh Gott, der killt mich bestimmt gleich, ey. Guck mal, super effektiv, Alter, was soll das? Ja, der dürfte da aber nicht wirklich abziehen. Sag ich doch, der dürfte da nicht wirklich was abziehen. So, der kriegt wieder eine von mir gebrettert. Hier rin in die Schnauze. Gott, leckt das manchmal zwischendrin. So, dann werde ich hier wieder linken. Und jetzt gut aufpassen aufs Linken. Ja, gelingt, würde ich sagen. Also, AK hat schon mal Piplup. Das ist schon mal gut. Hatte nicht mal das Minkino, ey. Piplup! Plinfa hieß es. Plinfa heißt das in Deutsch. Plinfa, habe ich gesagt. So, mit dem gehen wir schon mal runter. Ja, was sollen wir mit dem machen? Ja, hier rumstehen halt. So, und der muss noch mit dem da linken. Link. Link it up, dude. So, und wieder gelinkt. Und sie hat jetzt den Wooper. Jetzt dürfte ich 2 Woopers haben, was nicht so schlimm ist. 2 Wopper.
Doppelwopper halt, ne? Now I shall make my defense hoch. Not very effective. It's super effective. So, dann wird der hier weiter mit Steinen um sich werfen. Der wird jetzt Rankenhieb um sich schleudern. Und dann ist auch das Mareep down. So, alles klar. Victory, wir kriegen Erfahrungspunkte. Und wir können Mareep sogar ins Team holen. Ja, warum nicht? Kann man ja mal machen, ne? Der Naoshige, den hatten wir doch auch letztens schon. Im letzten Team. Ja, all Warriors have finished so, ne? Die haben jetzt gefinished. Und dann werden wir jetzt Highspeed Einnehming machen, ha? Wieso kommt da immer Garbite? The strength of Uichi's army has increased. Bedeutet? Aha, sie hat jetzt 3. Mhm. Dann werden wir jetzt zuallererst mal zu Uichi marschieren und die einnehmen. Aber wir werden dafür... Moment mal. Nix nächste Mons. Ich will erst mal das Team ändern, die Teamaufstellung ändern. So. Da haben wir doch bei Demdo haben wir noch ein Wasser-Pokémon. Das hole man noch nein. So, das wollte ich nämlich. Und dann. March. Nehmen wir zuerst Uichi ein. Die ist diesmal viel mächtiger. Ach, können wir gar nicht jetzt, oder was? Ach so, nee, nix March. Hier, Attack. Battle Royale. So. Kann sein, dass der Part wieder ein bisschen länger wird, was dann einfach daran liegt, dass ich die Mission fertig machen möchte. So. Rinne in Uichis Bude. Kiyomasa vs. Uichi. Also, die Stärke ist schon eindeutig höher bei mir. Aber es ist auch kein leichter Kampf, soweit ich weiß. So, 3 Viecher. 20 Turns haben wir. So, 8. Der kann ja gar nicht übers Wasser wahrscheinlich. Ich frag mich, was jetzt passiert. Ah, der kriegt Damage dadurch. Finde ich lustig. So, dann mache ich mal so. Was passiert denn dann? Ah, super, gar nicht. Ja, dann muss ich wohl weiter waiten. Was mache ich denn jetzt? Ja, ich bleibe jetzt hier und fertig. So. Steinklumbatsch, komm mit. Not very effective. Ui. Oh oh. Mein Wopper wird, glaube ich, jetzt auseinandergenommen. Oh 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 oh. Oh, knapp. Als allererstes mache ich dann mal... Oh, ich kann kein Empathy benutzen, oder was? Ja, was mache ich denn jetzt? Ich würde sagen auf Pummeluff 4, ne? Wegen Heal und so. Critical Hit! Sehr nice, sehr gut. Und dann mit Wopper halt, ne? Noch eine reinballern. Auch wenn er jetzt dadurch nicht wirklich umkippt, aber... Was will man machen, ne? So, und der kann... Ah, auch noch einen Donner reinballern. Und dann haben wir schon mal... Oh, fast down, aber nicht wirklich down. Das ist natürlich dann ärgerlich. Ah, aber ich meine, Piplup könnte jetzt noch treffen. Jau, auch noch getroffen. Und dann ist Pummeluff schon mal weg. Dann ist schon mal Heal weg. Wenn wir uns jetzt hierhin begeben und von hier so attacken... Sollten wir zumindest schon mal noch 7 abziehen können. Ha!
Intimidate. So, Attack geht runter. Ah, dafür wird jetzt mein Whopper draufgehen. Egal. Lord Kiyomasa, ich habe versagt. Das ist schön für dich. Ich glaube, es juckt mich. Super effektiv. So, dann sind wir dran. Und ich würde sagen, gucken wir mal, wie viel wir dem abziehen können. Ah, das ist gut. 16 klingt immer gut. Ja, und dann, was können wir hier noch so abziehen? Ja, erstmal den da weg. Der Bibiza ist gefährlicher, würde ich sagen. Gott, 2, nicht so viel auf einmal. Oh, 1. Doch so viel. Gott, wieso mache ich da jetzt Ultra mit die übelsten Damage? Oder ich versuche irgendwie. Ja gut, oder dann kriegt Piplop Damage. So auch. Dann ist die einzigste Wahl, die ich habe, so zu attacken und dann halt nur 4 Damage auszuteilen, aber so kriegt keiner von meinen Viechern Damage. Und ich überlege gerade, wenn ich jetzt dahin gehe und dann hier, aha. Und wenn ich. Doch, das wird meine einzigste Chance sein, so drauf damit, drauf auf die Mutti. Batz. Oh nein, jetzt ist der Gegner dran. Intimidate, nein! Der Attack-Wert wird immer mehr gesunken, gesenkt. Und der ist da super Effekte finden, scheiße. Gott, ey, der zieht mir gleich bestimmt wieder zu viel ab. Oh, na gut, 6 geht. Aber flincht, das ist schlecht. Marie flincht. Ja, aber ich könnte jetzt vielleicht den Bidiza one-hitten. Ja, Bidiza ist down. Bei dem brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen. Dann geht es nur noch um die Wurst. Um die Schlangenwurst da unten. Aus der machen wir einfach Schlangensalami und dann ist fertig. Dann kann der einpacken. Dann kann er bei Deutschland durch den Super, die Supersalami, der kann er dann mitmachen. Deutschland durch den Supersalami, nicht? Sag mal, hör mal, du bist doch voll gut hier. Du machst dich hier deine Moves und so, das ist ja voll gut. Hier, tschüss. Kannst du Schlangenragout essen? Bist du satt von, ja, weißt du? Yeah, und flinch direkt. Flinched Hammerhead. Item einsammeln. 80 Gold kassieren. Ziehe nicht über los. Ziehe jetzt keine 200 Gold ein. So, und weg damit. Schlangenragout à la Belios. I'm so sorry. Ja, wir leveln alle mal deftig auf, kriegen deftig was dazu, kriegen Geld, was will man mehr? Und wir können zumindest Bidiza recruiten, was wir nicht tun werden. Oder? Was sollen wir denn recruiten? Nee. Kacke auf, Bidiza drauf. So, dann gucken wir, was jetzt abgeht. The battle has been won. Jetzt gilt es nur noch darum, ein Kessel einzunehmen. Das werde ich jetzt auch noch in diesem Part machen. No risk, no fun. Wird vielleicht ein bisschen lang, aber ne, muss auch mal sein. Ich weiß, letzter Part war auch schon so lang, aber ich dachte mir einfach, die Mission sollte man schon noch beenden, wenn nur noch ein Königreich bevorsteht. Oh, Schluck auf. Jetzt haben wir 500 Attack. Und oh, ein Elderly Gentleman, Alter. Da will man jetzt wieder irgendwas labern hier, ey. Nix. Geh weg, Elderly Gentleman. Du interessierst mich nicht. So, der hat immer noch nur 2 Viecher. Und ihr könnt euch selber denken, was jetzt meine Devise sein wird. Ich überlege gerade, da konnte man was holen. So ein Drachenviech oder so. Aber das brauche ich auch gar nicht jetzt. So, Battle. Aber den sein Dings ist auch schon stark, ne? Also sein Sherox. Muss man echt gucken, was man daraus macht. Ja, wir greifen Mitsunari an. Die letzte Story war ja von Mitsunari, wird also etwas interessant. Kiyomasa versus Mitsunari. Oh Gott, das Schlachtfeld ist natürlich wieder ein bisschen overdriven. Und er hat 2 Viecher. Defeat all enemies. Jetzt muss man schlau handeln. Hm.
Und das war, ich gehe mal da lang. Mit dem da lang. So. Einfach mal alle ein bisschen an die Front schicken. Ach, stimmt ja, der kann einfach drüber schwimmen, ohne Damage zu taken. Wunderbares Pokémon. Aber ist krass im Nachteil gegen die Viecher. Aber er hat ja auch keine Feuer-Pokémon dabei, ne? Also, schon ziemlich schlau, ne? Der ist ja ein ganz schlauer, so, ne? Total. Wenn ich jetzt hier hingehe, könnte ich ihn dann mit... Oh yeah, direkt One-Hit. Thundershock! Wenn ich treffe. Natürlich treffe ich. So, und mit dem da gehe ich mal schön außen rum. Mit dem da gehe ich hier hin. Treffen kann ich da noch nicht. Mit dem da sollte ich treffen können. Aber ich ziehe nicht wirklich was ab. Deswegen werde ich mit dem da gar nicht erst weiterlaufen. Und mit dem da stelle ich mich hinten dran. Immer schön hinten einstellen. So, jetzt einfach mal abwarten, wo hinten, wo der hingeht. Ah, okay. Sherox ist gefährlich. Ja. Da können wir nicht viel machen. Mist, ey. Dann gehe ich hier mal in die heilende Quelle und ziehe ihm halt mal zwei ab, wenn es was bringt. Eins, oh, wunderbar. Und mit dem werde ich jetzt hier auch super zwei abziehen. Oh Mann. Ich werde mit dem jetzt mal weggehen. Oh, ich hätte das andersrum machen sollen. Wenn ich jetzt von hier attacke, ziehe ich auch nur zwei ab. Und von hier kann ich da treffen? Nee. Dann würde ich sagen, gehe ich mit dem auch mal weg. Wenn der eh nichts reißen kann. Mist, mit dem will ich was reißen. Ich warte mit dem da, mit dem Marieb. Hier, wait. Wait for me. So. Hat ja nur noch Sherox, aber Sherox ist eine gefährliche Nummer. Deswegen hat er auch jetzt mein schönes Pflänzchen atomisiert. Karniwein, das alte Schwein. So. Boah. Komm schon auf Sherox auch ein. Ah, wieso denn nicht? Wie unfair. So. Da kann ich 10 abziehen. Gott, der zieht ja so viel ab. Ich weine gleich. Dann ganz klar hier noch 3 abziehen. Besser als 0. Der kann wahrscheinlich nicht viel reißen. Werde den aber auch mit anstellen. Und Marieb kann da einfach nicht weg. Maroon 5. So, mit dem warten wir. Und jetzt muss man halt einfach mal abwarten. Aber er hat da freies Schussfeld auf mich. Ey, das ist so kacke. 2 Viecher von mir. Mist, ey. Der ist richtig böse. Empathy. Dann wieder hier 9 abziehen. Die Range verniedrigen. Ich weiß nicht, lohnt sich es echt für diese 3 Points von da zu tacken. Ich würde fast sagen, ich mache Platz und gehe mit Marieb in Schussreichweite. Guck mal, was die abziehen kann. 4 immerhin. Und paralysiert. Sehr schön. Dann waiten wir. Aber der hier kann noch zur Aktion kommen. Immerhin 2, besser als 0. Komm, flinch doch noch oder so, ey. Mist, ey, jetzt kann er 3 von mir attacken. Oh, aber er hat keinen gekillt. Oh, bitte nicht auf meine Viecher. Ah, die Flammen kommen nur hoch, oder was? Okay. Wir können es schaffen, Leute. Hier nochmal 9 auf den Sherox drauf. Oh, Swarm Attack hoch. Passt, ist nicht schlimm. Mist, ey, den kann ich da nicht treffen. Unter keinen Umständen wahrscheinlich. Genauso wenig mit dem Warper, ey. Scheiße. Was hat er denn für Fähigkeiten? Eagle Eye. Ja, ich mach halt einfach mal das for fun. Und dann warte ich hier. Ah, wenigstens wird er ein bisschen geheilt.
Und da gibt es jetzt noch eine Kopfnuss von 2 Damage. Batz! Ah, geflincht. Sehr geil. Sehr geil, ey, Leute. Jetzt darf nur kein Stein auf meinen Kopf fallen. Aber scheinbar habe ich es ja geschafft. So, und dann sollte ich ihn jetzt eigentlich killen können mit Lavitar. Mist! Scheiße, Alter, scheiße. Nur 3 abgezogen, Mann. Mist. Oh Mann, was kann ich denn mit dem machen? Eagle Eye, Alter, bringt mir gar nichts. Dann rate ich da noch. Oh Gott, komm, flinch nochmal. Ah, er wird wahrscheinlich nicht flinchen. Aber er wird mich auch nicht killen wahrscheinlich. Jetzt nehme ich nochmal an. Ja, er kann 3 Stück von mir attacken. Gott, 2 von 3 gleich mal gekillt. Das ist mal krass. Komm, jetzt kriegt er einen Stein auf den Kopf und ist down. Jetzt bist du aber down, ey. Jetzt kriegst du von mir einen Stein, ey. Ja, endlich! Wir haben es geschafft. Und wir haben Mitsunari besiegt. Wir leveln auf, aber das bringt uns jetzt ja eh nicht mehr viel. Oh yeah. Und wir können Tubat ins Team holen. Oh, wie unglaublich nützlich für uns. Select your warriors you wish to recruit. Confirm. Yes. Jo, er wurde dazu gezwungen zu retreaten und wir haben die Mission geschafft. I'm exhausted. Ich bin erschöpft. Und das alles für so ein kindisches Argument. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Und bla bla bla, wir kämpfen um die Schlösser wegen diesem Argument. Alles, was ich getan habe, war ein Haufen Ärger für die Leute dieses Königreiches. Und jetzt, wo es vorbei ist, fühle ich mich nicht besser. Hä? Wieso siehst du so traurig aus, ganz alleine so? Ich kann es nicht ausstehen, dass ihr ja so alleine seid. Ihr beiden? Komm, geh zu der Seeseite oder irgendwie so. Ach, keine Ahnung, was Seaside nochmal war. Ah, Seaside ist, wenn man irgendwas Schönes sieht oder so, ne? Wenn man so eine schöne Aussicht hat. Und das gleiche geschehen mal wieder. Die 3 sind Freunde geworden und die sind... Es war nur eine kurze Zeit, dann sind die 3 wieder ausgeflippt. Ja, immer die 3. Und dann kommt ja das Ending, welches man skippen kann. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, da haben wir die nächste Mission geschafft. Save Current Play Data, natürlich. Wir gucken uns gleich an, welche neuen Missionen freigeschalten sind. Ich weiß, lange Parts. Aber gerade bei so kurzen Missionen ist es gut, wenn ich die in einem Part machen kann. Jetzt haben wir 2 Missionen geschafft. Noch steht's nicht oben. Erst wenn ich die neuen Missionen mir angeguckt habe. Aha. Und wir haben dazu bekommen eine neue Mission, so wie ich das sehe. Und zwar die Masanori-Mission. Genau, wir haben die Masanori-Mission gekriegt. Eine Mission, Rang 2. Das wird die Mission sein, die wir im nächsten Teil machen werden. Und ja, dann würde ich sagen, oder Leute, wie wäre es, wenn wir mal hier Kotaros Mission annehmen? Das klingt auch interessant. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Ich bin Belias LP. Ciao, ciao.